Warum ist denn der so komisch? Warum ist denn dein Wedel so scheiße? Der ist dunkel. Virginia ist auch dunkel jetzt. Also alles. Hallo, das ist nicht der Clan-Wedel. Ja, ist doch jetzt gut, Leute. Jetzt reißt euch wieder. Bibbidi Babbidi Bobson Gaming, Blue Sun Catcher, jetzt reißt euch mal alle wieder am Riemen, ja, kommt runter, es ist nicht das dritte 500 Sub Special. Ja, ich musste einfach ein Commentary machen, weil, ja, eigentlich für alle die, die es noch nicht wussten, ja, unser aller Gönner, die liebe Spielefirma Ubisoft, hat einen neuen Patch für ihr scheiß Uplay-Gedönse aktualisiert und dank diesem hervorragenden Patch, dank dieser brillanten Programmierarbeit, ist es jetzt nicht mehr möglich für uns PC-Spieler AC3 zu spielen, in dem Sinne, wie wir es immer gespielt haben, dass man sich verabredet zu Scrims, Gruppen aufmacht und sich dann, ja, eben beömmelt mit dem Gegner. Das geht jetzt leider nicht mehr. Ist ein bisschen blöd, war Ubisoft, habt ihr klasse hinbekommen, ne? Muss man auch mal so sagen, dass man jetzt nicht mal mehr, ich kann nicht mal mehr Public spielen, dass ich mir Olle Skript oder Jan schnappe und dann komm, lass ein bisschen Public hier ein bisschen rum schlawenzeln und dann wird das schon. Geht auch nicht. Also dachte ich mir, gut, okay, Ubisoft, ich hab's kapiert, dann spiel ich eben halt solo Public, ja. Dann wird das, ja. So, und zack, getan, bin ich dann in solo Public, ja. Das klingt schon wie so ein Xboxler, ja, ich lass mir auch irgendeinen Schwachsinn aus. Denkt ihr für irgendwelche random Begriffe? Also habe ich alleine Public gespielt, um es richtig zu formulieren. Und ja, dann hatte ich dann auch so ein bisschen semi-competitive. Also waren rundum Prestiger dabei, die alle wissen, wie das Spiel geht. Das war eine geile Runde, es war einfach mal geil. Ja, ganz knapp haben wir 3-2 gewonnen, ja. Und die letzten Sekunden tickern runter. 5, 4, 3, 2, 1. Neuer Exe-Crash! Woohoo! Und das ist ungefähr in jeder Session, die man jetzt spielt, dank dem neuen Uplay Update. Das war gerade ein episches Shield, hallo? Hatte der Skill oder hatte der nicht Skill? Und ja, so ist es unter anderem bei jeder Session, die man jetzt spielt. Ich habe sogar Mäulchen gespielt, weil keiner hat Artifact gespielt. Ja, man hat mich in Mäulchen gefunden. Das hat mir Spaß gemacht. Aber auch nur so 5 Minuten. Ja, notgedrungen musste ich ja dann zu ACR wechseln, weil es ist ja auch nicht mal möglich, bei AC3 sein Profil zu wechseln. Ja, ich habe da so ein scheiß Anzeigeprofilbild, das gefällt mir gar nicht. Also dachte ich mir, gut, wechselst du wieder, hast du da deinen Tempelritter, packst du dir rein. Exe-Crash. Ja, geil. Und da habe ich mir so gedacht, so, jetzt ist das Fass voll. Jetzt ist Schluss. Ja. Also habe ich mich mit meinem Facebook-Account eingetippt. Uplay. Und dann habe ich da erstmal eine Nachricht geschrieben. Ja. Ironisch pöbelnd, so wie man den Blue kennt. Natürlich wurde darauf nicht geantwortet. Ja, warum? Warum sollte man auch? Und deswegen dachte ich mir, gut, schreibst du mal dem Ubisoft Support. Da habe ich mich auch sehr nett ausgedrückt und habe gesagt, ja, was habe ich denn da gesagt? Ich poste euch das mal jetzt hier in die Beschreibung. Das habe ich Ubisoft geschickt. Bis dato habe ich nur eine Eingangsbestätigung bekommen, so von wegen, ja, herzlichen Glückwunsch und ja, wir schauen dann mal. Ist ein bisschen schwach, aber was habe ich auch erwartet oder was haben wir erwartet von Ubisoft? Das ist nur traurig, weil ja, AC3 ist nun mal der geilste Multiplayer ever. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und ja, jetzt wird man sozusagen gezwungen, dieses scheiß AC4 zu spielen. Ich habe keinen Bock auf AC4. Ich habe es auch weiterhin nicht installiert und werde es, glaube ich, auch nicht installieren. Man soll sich ja nicht zu früh aus dem Fenster lehnen. Und deswegen habe ich mir ACR, da haben wir schon wieder so ein zweites episches Shield vom Blue Sun Catcher. Ist einfach geil, dieser Junge, ja, wie er es drauf hat. Ne? Viele versuchen ihn nachzumachen, aber sie schaffen es einfach nicht. Ja. Ja. Zurück zum Thema, AC4 finde ich scheiße, also habe ich ACR installiert und habe ein paar, ja, nostalgische Momente gehabt auf den ganzen schönen Karten und es hat auch Spaß gemacht, aber Leute, es hat auch nur so für 2 Stunden Spaß gemacht, weil man muss ja auch Public spielen, ja, man kann zwar dann groupen, aber weiß ich nicht, alle 10 Sekunden hat man Smoke und irgendwie,
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es bockt zwar, aber es ist sehr kurzweilig. Ja. Tja, was soll man dann nun machen? Das ist jetzt die große Frage und ja, ich meine, schönes Wetter ist draußen, ich hab heute frei. Ach, C3 funktioniert nicht, da könnte man ja dann sagen, na pass auf, du Nerd, wie wär's denn, wenn du mit deiner Bildschirmbräune einfach mal auf den Balkon gehst und dich ein bisschen sonst, so zur Abwechslung, mal so richtig braun werden. Tja, aber irgendwie dachte ich mir, nee, machst du jetzt ein Commentary, weil an deiner Montage arbeiten könnte ich zwar, aber ich hab's noch nicht probiert, weil ich müsste dazu eine Private Session aufmachen und ich sehe das schon, wenn ich das aufmache, crasht das. Das ist natürlich auch ein bisschen scheiße, weil so kann ich den Anfang nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich den Zeitplan dann einhalten kann, die Montage fertig zu bekommen bis dieses Wochenende. Ich weiß es nicht, weil 1. Mai ist auch und ja, müssen wir alles mal gucken. Ja, aber an was für Ursachen kann das denn liegen jetzt hier mit Ubisoft? Habe ich mich mal so ein bisschen beschäftigt, habe ich mich auch mit der Pöbel Bratzesiadu unterhalten und er meinte eiskalt, das ist die Rache der Xboxler, sie können es einfach nicht kompensieren, dass wir mehr Skill haben, die PCler, als die PS4ler und die Xboxler selbst. Also haben sie mal schnell sich eingehackt, haben gesagt, PC-Community nehmen wir erstmal down, so für ein Jahr und binnen von einem Jahr sollten wir das schaffen, ansatzweise an den Skill der PC-Community zu kommen. Ja, also, Verschwörungstheorie hin oder her, also... ich glaube, da ist ehrlich gesagt nur so zur Hälfte. Ja. Ein Bullshit, aber könnte ja was dran sein. Aber wo ich jetzt bei dem Thema Xbox und PS4 bin... Ey, ganz ehrlich, irgendwie juckt's mich ja, die Community auch zu wechseln. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hab mit dem Gedanken auch schon gespielt, weil irgendwie glaube ich, dass die Leute, ja... Sind sie netter? Nee, sind sie reifer? Nee, also ich weiß eigentlich auch nicht, warum ich wechseln will. Einfach mal, um andere Leute zu sehen vielleicht. Ja, da könnte man ja vielleicht auch vor die Tür gehen. Nein, Blue Sun Catcher kauft sich eine PS4, um mit anderen Leuten zu spielen. Oh Gott, bin ich armselig dran. Nein, und da liegt auch schon die Ursache, dass ich mir denke, ey, ich kaufe mir doch keine PS4. Ich meine, kaufe ich mir eine PS4, um AC3 oder AC4 zu spielen? Also, hallo, geht's noch? Ich kann mein Geld dann auch sinnvoller anlegen, wie zum Beispiel in GTA zum Beispiel, oder... Was heißt der Kuckuck, ja? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich hätte unglaublich mal Bock mit MAG Hooligan und Axel hier vom LSD-Clan. Haha, du Lappen! Mal zusammen zu spielen, so in einem Call, das hätte irgendwie was. Aber deswegen mir eine Konsole zuzulegen, ja, keine Ahnung. Ihr könnt ihn gerne sponsoren von Bobson Gaming. Deswegen wollte ich das jetzt auch hier anschneiden, das Thema. Könnt ihr gerne sponsoren, dann werdet ihr auch immer benannt in jedem Video, was ich dann hochlade. Vielen Dank an den Gönner XYZ. Und, ja. Das wäre doch was, ne? Also. Ja, aber es ist einfach nichts und es macht mich einfach traurig, dass AC3 nicht funktioniert, weil man war gerade so in einer neuen Findungsphase bei uns im Team und wollte neue Taktiken ausprobieren und Spielumstellung. Ich wurde ja jetzt wieder in die Dev verdonnert, es hieß, komm Blue, das können wir uns nicht antun. Ja, diese Shield Skills im Attack, ja, die sind zwar schon episch, aber ja, lass mal lieber. Ja, aber Pustekuchen ist. Und ja, jetzt kann ich in der AC. Jetzt kann ich AC3 deffen. Ja, toll. Bringt mir unglaublich viel, nämlich nichts. Und ja, ich weiß auch nicht mehr, worüber ich reden soll. Das Video geht auch langsam zu Ende. Das ist übrigens eins unserer Turnierspiele gegen Echo. Eins, wo wir weniger gut ausgesehen haben. Weil im Attack lief es irgendwie nicht zwischen Jan und mir. Ja, auch mal vorkommen. Und meine Güte, wir haben noch eine Minute Zeit. Jetzt kann ich ja spoilern. Das Spiel geht 4-3 für uns aus. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Commentary gefallen. Notgedrungen habe ich das jetzt einfach mal eingeschoben und dachte mir, redest du jetzt dir mal ein bisschen Frust von der Seele? Was haltet ihr davon? Eigentlich kenne ich ja eure Meinung, aber haut sie einfach in die Comments. Vielleicht kann man ja was bewegen mit einer Petition oder so. Habe ich immer noch nicht unterschrieben, bitte was? Ja, gut, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, ich wünsche euch eine frohe, verkürzte Woche und ein schönes, verlängertes Wochenende. Blue Suncatcher, ich verabschiede mich. Haut rein, Joey.
Thank you.